mein Name ist Oliver Grabus. Ich bin der kreative Leiter von 66 Minuten Theater Adventures. Uns gibt es seit 2015. Wir haben mittlerweile 4 Indoor-Missionen und 2 Outdoor-Missionen und eine Party-Mission und ganz neu eine Live-Video-Mission. Genau, und haben schon einige Auszeichnungen erhalten und mit dieser Online-Mission haben wir es tatsächlich unter die ersten 4 der Welt geschafft. Wie muss man sich das vorstellen? Im Prinzip wie eine Videokonferenz. Nur, dass man praktisch mit einem Schauspieler in der Videokonferenz ist und der Schauspieler bewegt sich als Teammitglied praktisch durch die Kulisse. Und ja, ist die Augen und die Hände der Spieler. Also die Spieler interagieren praktisch mit dem Avatar und sagen ihm, was er tun soll und wie er handeln soll und was er macht und beeinflussen praktisch live das Spielgeschehen. Das ist besonders, weil sehr exklusiv. Man kann praktisch nur, so ein Spiel kann praktisch nur live stattfinden und in dem Moment kann das kein anderer spielen. Also es ist nur exklusiv für diese Gruppe dann da. Während man ja so Point and Click, ja, könnte man auf Pause stellen, man geht auf Toilette, aber das hier ist in Echtzeit. Ja, also es funktioniert eigentlich ideal, wenn man verteilt ist. Also wenn man, weiß ich nicht, Freunde in München hat und andere in Berlin und man selber sitzt in Hamburg und sich lange nicht mehr gesehen hat, dann ist es eigentlich perfekt. Ne? Oder für Firmen, die Standorte an verschiedenen Orten haben und nicht zusammenkommen können, auch dafür ist es perfekt. Es ist auch perfekt für Leute, die sowieso nie hier hinkommen könnten, weil sie im Rollstuhl sitzen. Ne? Oder es gibt Leute im Ausland, die vielleicht niemals nach Neuwied kommen würden, weil Neuwied viel zu weit weg ist. Also das ist erstmal eine gute Zielgruppe, aber natürlich auch alle, die uns sowieso besuchen würden, können das spielen, weil es nur online erlebbar ist. Also eigentlich ist ein Escape Room ein relativ sicherer Ort, weil da nie mehr als 4, 5 Leute im Schnitt zusammenkommen und das sind Menschen, die sich kennen, also die wahrscheinlich im gleichen Auto anreisen würden oder zu Hause im gleichen Haushalt sind. Trotzdem haben wir natürlich geschlossen, wie alle anderen auch. Wir haben mittlerweile seit über 6 Monaten geschlossen. Das heißt, wirtschaftlich geht es uns genauso schlecht wie anderen Betrieben auch. Wir haben viele Momente gehabt, in denen wir ums Überleben kämpfen mussten. Wirtschaftshilfen beantragen mussten, die ja auch erst sehr spät gekommen sind. Das war teilweise sehr knapp. So ein bisschen über den Berg sind wir da jetzt. Vor allem, dass wir kreativ geworden sind und uns etwas ausgedacht haben. So wie ein Restaurant plötzlich angefangen hat zu liefern, was vorher nie geliefert hatte. So liefern wir jetzt eben auch 2 unserer Erlebnisse nach Hause. Einmal dieses Live-Video-Adventure und den Cosman-Komplott, das ist eine Kiste, die man sich ausleihen kann, eine Rätselkiste für zu Hause. Naja, manchmal fragt man sich schon, ob die Menschen sich daran gewöhnen. Ich habe das jetzt so neulich beim Fitnessstudio gedacht und dachte so, haben vielleicht jetzt viele Leute gelernt, dass sie ein Fitnessstudio nicht brauchen? Oder werden sie eher sagen, ich brauche das jetzt noch mehr als vorher und melde mich an? Also das ist sowas, glaube ich, was wir alle noch gar nicht absehen können. Oder ist das Kino tot, weil man sich daran gewöhnt hat, dass man zu Hause Streaming-TV guckt und vielleicht nicht mehr ins Kino geht? Oder wird gerade das Kino einen neuen Boom kriegen, weil man so lange nicht mehr war? Und das sind Sachen, klar, da hat man manchmal Angst vor der Zukunft und fragt sich, wie wird das sein? Aber ich glaube, wir haben den Vorteil, dass man hier fühlen kann. Also hier geht es ums Anfassen, ums Riechen, ums Erleben. Wir haben sehr starke Immersion, weil wir mit Musik, Lichteffekten und Schauspielern in unseren Abenteuern arbeiten. Das ist unglaublich stark erlebbar. Von daher glaube ich, dass das keine Ängste sind, die berechtigt sind. Aber klar, wenn man manchmal so drüber nachdenkt, über die Zukunft, dann erwischt man sich mal dabei, dass man so einen schlechten Gedanken hat und denkt, vielleicht ist das irgendwie alles nicht mehr so rosig danach.
Also wir waren im Winter in einer Situation betriebswirtschaftlich, wo wir, ja, kann man fast sagen, kurz vor der Insolvenz waren. Und da haben uns aber dann wirklich viele nochmal unter die Arme gegriffen. Im Moment, denke ich, sind wir safe, aber das gilt natürlich auch nur so lange, wie der Staat uns unterstützt. Und wir wissen ja nicht, was passiert. Die Meldungen sind ja nicht schön. Was weiß ich, der Impfstoff funktioniert nicht gegen die nächste Mutation. Jetzt ist man vom dritten Lockdown und so weiter. Also die Frage ist, wie lange geht das alles noch? Wir sind jetzt seit über einem Jahr dran und wir hätten vor einem Jahr ja nicht gedacht, dass das so lange dauert. Und die Frage ist, haben wir es bald geschafft oder wird alles noch länger? Und dann ist die Frage, wann geht die Puste aus? Ne?